Ihre Website hat der Sohn vom Chef gemacht? Ein Ziel, drei Pfeile und viele bunte Felder, Punktefelder mit Double, Triple und Bullseye. Dart, früher nur Kneipensport, mittlerweile ein bisschen Massenphänomen. Die Bulls German Open in Bochum in der Sporthalle an der Habener Heide. 1000 Teilnehmer aus 20 Nationen, über 1500 Besucher am Finaltag. Der Dartsport ist mittlerweile zu groß für eine Kneipe. Also die Bulls German Open sind das größte Turnier in Deutschland und gehören zu den größten Turnieren auf der ganzen Welt. DC Krummelfinger Bochum, SDC Bochum, Dartsport hat in Bochum eine Heimat. Die German Open zieht sie alle ans Tageslicht, diejenigen, die sonst in großer Zahl in den hinteren Zimmern der Wirtshäuser üben. Wir haben in Bochum, also ich sag mal, mir fallen jetzt 7 Dartvereine ein, die wir haben. Wenn jeder, ich sag mal, so um die 20 Mitglieder hat, sind es alleine schon 140, 150 Spieler, plus die, die ohne Verein sind. Also ich denke mal auch so 250 Spieler um den Dreh. Und einer von ihnen beugt sich gerade über den Tisch und schreibt Autogramme. Der Bochumer Kevin Münch, Nummer 5 der deutschen Rangliste, startete zur Jahreswende sogar bei der WM in London. Von ihm gibt es sogar eine eigene Pfeilkollektion. Doch wer denkt, hier handelt es sich um einen Vollprofi, der täuscht. Ich gehe noch ganz normal arbeiten, wie jeder andere Mensch auch. Ich habe eigentlich keine Zeit zum Training. Und deswegen, ich würde mich jetzt auch nicht als Semi-Profi bezeichnen, sondern etwas besseren Amateurspieler. Unter dem kritischen Blick der Freundin schlägt sich Kevin Münch routiniert durch den Wettkampf. 23 Jahre ist er, der Landschaftsgärtner. Seit 11 Jahren schon trainiert er an der Scheibe. Dart ist ein Spiel mit den Nerven. Gute Nerven sind wichtig, um einen langen Turniertag zu durchstehen. Hier schlägt er sich wacker und wird dafür belohnt. Wenn ein Tag schlecht anfängt, dann hast du es im Kopf. Das ist dann, ja, dann macht der Kopf nicht wirklich mit. Du spielst, sag ich mal, die Hälfte schlechter dran, weil dein Kopf einfach, du denkst die ganze Zeit nach, was könnte ich treffen, warum treffe ich das jetzt? Und wenn man, wenn es läuft, dann denkt man nicht drüber nach. Man wirft einfach nur und man weiß, ach, dich treffe ich jetzt und dann läuft das auch. Also es ist schwer, innerhalb eines Tages den Wurm wirklich rauszukriegen. Das Schicksal eines jeden Dartspielers ist der Wurm einmal drin, dann richtig. Dabei sind die meisten Dartspieler erfahrene Leute und spielen schon seit der Jugend. Hauptsache, der Name steht auf dem Hemd. Apropos Hemden, apropos Aussehen. Die Dartspieler kämpfen ja immer noch gegen das Image an, sie seien übergewichtige Volltätowierte, die sich den ganzen Tag nur von Bier ernähren. Das sind Vorurteile. Gibt's nicht im wirklichen Dartleben? Doch, gibt's schon im wirklichen Dartleben. Nur sind auch Vorurteile viele dabei. Also es gibt auch viele Spieler, die jetzt dünn sind oder nicht 50 Bier brauchen oder sonst was. Ich trinke zum Beispiel so gut wie gar nichts. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel. Hier haben wir ein wahres Prachtexemplar aus, natürlich, Great Britain. Daryl Fitton, The Dazzler. Eine internationale Dartgröße. Spielen kann er und umgänglich soll er auch sein. Die Dartspieler sind ganz normal und auch die tätowierten Engländer sind total nett und zugänglich, mit denen kann man sich super unterhalten. Pokale und Sieger gab es natürlich auch bei den Bulls German Open. Männer und Frauen gleichermaßen. 1000 Teilnehmer, davon, Überraschung, rund 200 Frauen. Auch das ist der heutige Dartsport, der nur noch wenig mit dem Begriff Kneipensport zu tun hat.